Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Tales of Eternia. Ich bin das AMC Muffix. Wir sind hier gerade dabei, unsere Freunde hier ein wenig auszurüsten. Und jetzt schauen wir mal, wie der guten Oh nee, wartet, Kiel. Schau mal. Oh ja, Leute, Mann. Wir sind hier dabei, hier warme Sachen für unsere Freunde rauszusuchen, ne? Da wir einen Berg besteigen müssen, um hier uns den Eiskremel zu suchen. So, und jetzt schauen wir mal. Wir haben Kiel gerade hier ein Hasenkostüm gegeben. Das ist for girls. Alter, das steht hier aber ganz sicher, da bin ich mir ganz sicher. Complain, complain. Alle beschweren sich immer. So, schauen wir mal, wie Meredy hier das schöne Hasenkostüm steht. Hat er schon wieder glinst, der alte Reed, Mann. So, beim letzten Mal haben wir die von Eltie übrigens gefunden. Reed, ja, das ist so dirty. Ey, ich will keiner mein Hasenkostüm ansehen, das geht ja gar nicht, Mann. Auch du nicht. Haben wir die von Eltie bestellt mit hier, Chat, der Nachfahrin des großen Pirates Eifritz und ja, irgendwie gefällt keinem das Kostüm. Schade. Was habt ihr alle gegen Hasenkostüme? Ist jetzt so alles so langweiler. Letterman Jacket. Jo. Das könnte doch für dich was sein. So. Ja, warme Kleidung könnten wir ihnen geben, aber schade. Ich hätte mir gewünscht, dass sie bei jeder Kleidung immer rausgehen. Not bad. Schauen wir mal, wie er aussieht dann. It is nice and light. Perfect. You should pick that one. Never do it at all. Come on now. Do I look like I'm a Kramer ball player? This is too flashy. The color scheme is outrageous. It has nothing remotely resembling grace. And on top of it, it has a shoddy slitchness. Type of garment is not suited for intellectual people. Jeder ist heutzutage ein Kritiker. Na gut, aber Leute, das ist ein sehr schöner Abschnitt. Na gut, schauen wir mal, was wir noch so für Klamotten haben. Eigentlich bräuchte man was für Reed. Ich will den Poncho übrigens haben, wenn ich mir was ausmache. Santa-Kostüm! Alter, bitte, das muss jemand anziehen. Bitte, bitte, einer von euch muss mit dem Santa-Kostüm rausgehen. It's no good. I don't think I'm gonna be able to breathe. Ach komm. Das ist doch langweilig. Bei dem Ninja-Kostüm ist jemand mal rausgegangen, die gute Pharaoh, Mann. Aber komm, das Weihnachtskostüm. It's the stuffy. Oh, yes. Alles in der. Ich will ja eigentlich nur die lustigen Sachen anhaben. Na gut, dann machen wir es halt richtig. Cape. Ich hab doch gerade das Cape genommen. So. So, schauen wir mal. I freeze. Achso. Ja, mei. Dann halt kein Cape. Ihr seid alle solche Nörgler. So, ich denke mal, man braucht von jedem Schrank eins. Trenchcoat. Ja, Trenchcoat hört sich doch gut an. So. Ja, da war yo. Das Hasenkostüm hätte mir sehr gut gefallen bei ihm. Ja, das passt ihm. Hey, not bad. Oh, der passt ihm. You look pretty cool. It looks good on you. I think that's fine. This is no good. The material is too thin. And the neck is... Oh. Nein. Wieso? Was hat gegen einen Trenchcoat? Dann halt nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, Mann. Dann geben wir halt das Meredy, Mann. Was eigentlich mit uns, Mann? Wir haben hier die ganze Zeit hier bauchfrei und bei uns. Uns stört das nicht. Quickie, was denkst du? Meredy is a girl, remember? Ach so, das habe ich vergessen. So. Na gut. Dann habe ich jetzt noch mal einen Poncho. Aber da sagt er auch wieder, das ist mir zu kalt. Aber ich will einen Poncho haben. Ponchos sind cool, Mann. Wir sind zwar nicht im Wilden Westen, sondern eigentlich im genauen Gegenteil, aber egal. I don't know. It's heavy for me. Ach stimmt, du bist ja ein Weicher. Habe ich ganz vergessen. So. Wartet. Hier. Weiß nicht. Ist der Poncho was für sie? Das ist ein bisschen lustig, man. Reed lookt immer so ganz klammheimlich rein. Schau, das macht Merk. Das passt. Ah, das ist warm und fluffy. I'll take this one. Schmeckt fit.
Sehr schön. Kitty Kostüm, Heavy Cloak. So, da sagt er jetzt wieder, das ist ihm zu schwer, oder? Kill ist schon so ein kleiner Nörgler, Mann. So. Aber das Ninja-Kostüm hätte mir trotzdem besser für Farrah gefallen. Hey, not bad. Ja. This is it. It's long enough to keep out the cold, and yet it breathes well. The fabric offers protection from both enemies and elements, and allows maximum mobility. The design and color are dignified, and it looks fashionably sophisticated. Alright, this is it. So, dann machen wir noch eins für die gute Merity. Ja, aber das Cape, das wird ja auch nicht gefallen, oder? So, hör auf, da mal reinzulugen, Reed. Quiki wird sich schämen für dich. Ah, Merity like. Das passt zu ihr. Merity want this one. Ah, a cave, it's so warm. Thanks, Reed. Und jetzt bräuchten wir noch. Ich will das Affenkostüm. Schau, und. Aber ich verstehe nicht. Für mich kann ich nichts ausrüsten. What type of cloth would you like? Ich will das Affenkostüm. I don't have four. How's about something like this? It looks very good on you. Naja. Thanks. Okay. Ich weiß, this might be way too hot to be wearing casually. Okay, aber dann sind wir ausgerüstet, immerhin. Und vielleicht sollten wir uns noch bei den Typen bedanken, die uns hier die Kleidung gesponsert haben. Yo, are you travelers? Pff, ja. Ja, nein. Die Antwort hat ihn nicht mehr interessiert. So, ihr seht, wir sind hier in der Hafenstadt. Von dem Hafen ist ehrlich gesagt nicht mehr viel übrig. Jetzt sehen wir, was mit Gassen. The Mountain Red Ive Criminal is in the north of the town. Be careful. Na gut, ich wollte mich eigentlich bei dir bedanken für die tollen Klamotten, aber dann halt nicht. So, Klamotten haben wir an. Dann speichern wir nochmal kurz. Und dann sind wir ready hier für neue Abenteuer. Nein. Da will ich nicht speichern. Ich will immer das Bild mehr aufheben, Mann. So. Ich war ganz kurz bei dem Gedanken, dass wir noch auf unsere schöne Wolke aufsteigen können. Aber ich habe ganz vergessen, das geht ja schon immer. Alter, es kommen wieder nur Hasen. Aber die halten halt aus, Mann. Alter, wieso halten die Hasen auf einmal so viel aus? Die haben wir vor 10 Level haben wir auch schon gegen diese doofen Hasen gekämpft. Damals haben sie nicht so viel ausgehalten. Oder vielleicht doch? Egal, meine neue Waffe rockt, Mann. So. Finde ich aber schade, dass sie jetzt nicht immer die Klamotten anhaben. So, okay, hier ist der Berg, den wir besteigen müssen. Oh, Ice Cream. Wer ist denn bitte der Ice Cream? Ich dachte ehrlich gesagt, also Mount Celsius nicht. Warte, nee, Celsius natürlich. I can see a thing. Let's summon Ifrit. Ifrit! Look at this. This place is covered in ice. What are the ice creamers doing? You want to do something about it now, right? You got it. Please do something. What's so cold? Ifrit's a death without your help. It is really that cold. I don't feel a thing. Let's see here. Jetzt brennt er den ganzen Berg ab. Besser zumindest. Aber lustig, der Baum, der brennt nicht. The territory belongs to the Ice Criminal. I don't know how long my power will hold. Go quickly. Understood. Thank you, Freed. Ach nö, jetzt beginnt wieder derselbe Abschnitt wie damals, als wir in Ifrit's Dungeon waren, wo wir mit Shiva uns beeilen mussten, ansonsten haben wir immer Schaden bekommen. Das ist geil. Nur dass ich das Gefühl habe, dass das fürs ganze Territorium gilt. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, was passiert, falls wir hier zu langsam sind.
Oh, der war schön, Mann, der Tempest Strike, Mann. Alter, ich bin eingefroren. Fair. Zum Glück können meine, Pharah inzwischen wiederbeleben. Marik. Habe ich hier Item gegen vereisen. Kann mich gleich mal hochheilen, Mann. Sehr gut. Beginnt schon mal sehr gut. Equipment. Fire Elements, Leather, Water Resistant Boost, Reduce Water Elemental Schaden. Nö. Oh, du gehst raus. Sehr schön. Versteckt, Mann. Aber das wird trotzdem mein Mariger Ranch, wenn ich da auffrieren kann. Wenn mich die Gitter zusammenfrieren. Gleichzeitig dann noch hier, ich auf Zeit das machen muss. Wird das echt kein schöner Dungeon. Oh, der ist sehr schön, Mann. Aber nix rockt einfach Stalagmit, Mann. Das ist so stark, Mann. Übrigens, vor dem Bossfight sagen wir, müssen wir unbedingt dran denken, dass wir Merity sagen, dass sie nur Feuerattacken machen soll. Dann spammen wir den Dreckstypen hier voll. Also ich glaube, es ist Celsius, Mann, aber ich weiß es gar nicht mal. Weil es gibt im Endeffekt immer nur vier wichtige Geister im Tales-Universum. So. Bevor wir da reingehen, will ich erstmal die Kiste holen. Also die Gegner sind schon mal nicht ganz so stark in meinen Augen, wenn sie das gerade nicht einfrieren, wie im letzten Dungeon. Aber der letzte Dungeon war ja auch wieder die Hölle. So. Die Kramers Dungeons sind eigentlich immer ganz nett. So, schauen wir mal Level. 32, 32. Oh, Merity hast du inzwischen aufgeholt. Warte, warte, warte. Jetzt habe ich nicht gelesen, was das ist. Freeze Charm. Charm prevents Freeze. Ja, ich muss mich leider ausrüsten. Das ist natürlich doof, weil mir jetzt die SP wahrscheinlich ausgehen werden, aber für diesen Kampf brauche ich das definitiv. So, hier können wir uns wahrscheinlich ausruhen. Jo. Wenn wir schon mal die Chance dazu haben, wieso denn nicht? Natürlich male ich, dass hier meine SP sich nicht regenerieren, aber so ist es halt. Verstehe ich eigentlich gar nicht, Mann. Aber dann, also das Spiel, das ist wirklich nicht leicht. Weil, also durch das Campen könnte man sich das echt schön leicht machen, dass ich eben immer campe, meine SP wieder voll sind, aber das geht ja alles nicht. SP, entweder ich hau Gegner zu Klump und hab mal ein schönes Item dabei. Oder ich muss halt wirklich in den Inn gehen. Und das macht die Sache immer echt schwer, weil, SP sind halt so viel wichtiger als Leben, weil ich mein Leben kann ich ja hochhalten, wenn ich SP habe. Oh, Stalagmite ist aber schon eine schöne Attacke, Mann. So, Slash up. Gott, meine Kiste. Syrup Bottle. Gehen wir erstmal da lang. Ah, was? Zombies. Oh. Oh, schau dich an, das ist so süß, Mann. Seine Augen, Mann. So, also ich muss mal ganz ernsthaft sagen, so, an sich natürlich, es ist ein PS1-Spiel. PS1 war ja damals schon. Oh, warte, jetzt muss man aufpassen. Ah, kann ich mich ja nicht davor kauern. Alter! Alter, macht er da eine Ninjutsu-Technik, so sieht es aus. Die PS1-Zeit war ja wirklich eine der schönsten Videospielzeiten von der eigentlichen Grafik her, weil 2D-Spiele damals wirklich auf ihrem Hochpunkt waren. So ist es einfach. Und alles, was da 2D-mäßig gekommen ist, sah auch wirklich fantastisch aus. Also, wenn man sich da sowas wie Suikoden anschaut oder sowas, das sind alles wunderhübsche Spiele. Also sehr schlecht übrigens. Aber 700 Erfahrungen, die waren noch nicht leicht. So, was als Liebste ist immer so geil, dass die Einzige, die wiederbeleben kann, immer stirbt. All the White, das ist mein Item, Mann. Das, ich sehe schon kommen. Ich weiß, ihr wisst, wie der letzte Fight des Spieles aussehen wird. Das ist so, wie mein letzter Fight in Tales of Graces, Mann. Viertelfacher Schaden, nee, halber Schaden. Wir machen halben Schaden, der Gegner macht halben Schaden und der Fight dauert 5 Stunden. So wird's laufen, so wie in Tales of Graces, Mann.
So, und man sieht ja auch wirklich, man das Spiel ist, also alles von Gegnern, von den einzelnen Charakteren, solange man halt nicht in der Oberwelt ist, aber in Städten oder so, mit diesen vorgerenderten Hintergründen, das sieht echt richtig, richtig schön aus, Mann. Und auch wenn ich öfter sage, dass mir zum Beispiel die Gegner manchmal ein bisschen stören halt, weil sie halt nicht so erfinderisch ist. Zum Beispiel diese Vögel, Mann, die hier mit diesen, sehen aus wie Geister, Mann, also sehen echt geil aus. So, Eiskoffin. Wer will denn bitte einen Eiskoffin haben? Sehr schön. Okay, da geht's gar nicht weiter. Das ist eine madige Arena. Das ist modig. Und dass ich da jetzt auch noch runterrutschen kann. Aber ihr seht es sicher auch, Mann. Also wirklich, ich weiß es nicht. Natürlich, das ist der PSP-Bildschirm. Und wenn der hochgesteckt wird, sieht es natürlich nicht ganz so schön aus. Aber mal ganz ernsthaft, das Spiel sieht einfach hübsch aus. Ich finde, dagegen kann man wirklich nichts sagen. So. Jetzt müssen wir ganz kurz was machen. Und zwar mache ich das jetzt schon mit Meridy. Airfrost macht sie nämlich weg und nur noch dann den Feuerkreml hier Ifrit beschwert. So, Glock. Aber warte mal. Ah, nehmen wir das da. Sehr gut. Kein Yeti. Und da ist jetzt wahrscheinlich so ein Sirup oder so drin. Alter, die Attacke ist so madig, man. Es schleudert mich über die ganze Area. Und ich kann ja auch echt nicht ausweichen, weil dieser blöde Ball kommt einfach von oben. Rückflug. So, Undini. 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 Bigfoot. Undini. Alle jetzt. Okay, macht hier. Das ist natürlich genau das, was ich gedrückt habe. Ach ja, okay, jetzt ist seine Anzeige wieder nicht voll. Jetzt kann ich es natürlich wieder nicht machen. Ihr seid so geil, Mann. Ihr macht mir das Leben einfach viel zu schwer, Mann. Wenn sie einfach das machen würden, was ich ihnen sage, dann wäre das Spiel viel leichter. Farrah ist so schlecht, Mann. Sie steht nicht mal in der Mitte des Kampfes und kriegt trotzdem allen Schaden ab. So. Immer kann sie heilen. Faun Sage, okay. Nix. Ist gut. Okay, euch kenne ich aus dem vorigen Dungeon schon. Ist mir wurscht, ich kann niemand mehr einführen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir müssen aufpassen, weil die können auch fiese Attacken machen. Wir können auch diesen super Eiszauber da. Mach keinen Rising Dragon Strike. Heb dir lieber deine SP fürs Heilen auf, Mädel. Du hast es am dringendsten nötig zu heilen. Oh Leute, meine SP gehen so schnell nach bergab, Mann. Seitdem ich mein Skill überhaupt. Battle Pack und Miracle Gear, okay. Gab es schon schönere Items. Aber ich glaube, wir kommen langsam zur Spitze hoch. Ja, sieht sogar sehr gut aus. Hm, something written on the box. It's a Melnix. It says Toto Oil. Toto Oil? It burns well. Very, very hot. Let's take it with us just in case. Genau, da müssen wir dann mit unserem Ring irgendwo drauf schießen. Ich muss hinter sie kommen. Lass mich doch durch, genau. So. Sehr schön, weil dann stehen meine Magier hinten und die und ich und Farrah fangen sie mal vorne. Das ist immer echt die beste Taktik. Ich und Farrah müssen vorne sein. Die Gegner einfach wirklich fallen. Okay, da geht's nicht hoch. Fangen die Gegner also regelrecht, dass sie eben nicht mehr vorbeikommen. Und von hinten kommen meine starken Magier. Aber jetzt muss ich erstmal wieder an denen vorbei und das ist gar nicht mehr so leicht. Klappt natürlich nicht, wenn meine Gegner einfach, wenn meine Leute einfach so hingepuncht werden. Und dann einfach in der Mitte des Kampfes wieder stehen. So.
bleibt jetzt immer eingefroren. Sieht nämlich lustig aus bei Kiel. So, können wir gleich wieder heilen. Er hat ja genügend SP. So, Sirup, super. Alter, da geht's auch nicht. Nee, gerade. Okay, die sind schwach. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo es weitergeht, weil den Berg da oben kommen wir nicht hoch. Aber ich verteidige das sogar. Wir müssen jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, hier nach oben zu kommen. Wollen wir den ganzen Berg nicht einfach schmelzen, Mann? Oh, wir könnten mal hier Stalagmites einsetzen. Kostet zwar... Ah, okay, für den Gegner, der hat uns noch 3 Leben. Beim nächsten Fight werden wir es einsetzen, Mann. Haben wir nämlich noch nie gesehen, die Beschwörung hier von Gnome. Oh, warte, da unten mal Kiste. Die hol ich mir. Alles für die Kisten. Geil. Hey. Das ist eine madige Kacke. Okay, um Single zu sein, ist nie schön. Brauchen wir erstmal einen kleinen Vorteil. No! Das war schön, die Attacke. So, okay, die muss ich jetzt schnell besiegen. Genau. Alter, du kannst doch nicht schon wieder hier vereist sein, Mann. An diesem ist es Pharah. Okay, gut, das ist mal ursprünglich. Ich manage das schon. Alter, vereist, das ist echt ein madiger Status. Der geht ja nicht mal weg. Ich dachte, der geht da einfach alle weg. Ah, okay, ist weg. Bei mir ging der nicht weg. Bei mir war der erst weg, als ich tot war. Oh, und jetzt kann man Fried mal beschweren. Sie hat auch immer voll SP, Mann. Muss ich auch nicht verstehen. Das ist einfach, weil sie immer so langsam ist mit ihren Summonings. So, kann ich das umhauen? Let's burn the oil, we picked up and melt the ice. Ah, genau. Burn, baby, burn. Wow, it's really blazing. Es explodiert alles. Sehr schön. Nicht schlecht, Reedy. So. Du willst mich schon wieder im Zingeln hier. Eigentlich sollte ich mir das aufheben, aber egal. Alter, 5000 Schaden. Alter Falter, Mann. Ich fühle dich schon ein bisschen was anderes als da die süße kleine Sylph oder der kleine Gnome, Mann. Okay, Gnome hat auch nicht schlecht Schaden gemacht, aber das ist ernsthaft nichts gegen Ifrit, Mann. Das ist ja Insta-Kill fast. Also auf Standard ging das ist echt fast der Insta-Kill. Aber das Ärgerliche ist, jetzt da oben kommen wieder diese blöden... Bin mir ganz sicher. Alter, ich wollte mich noch mal kurz davor heilen. Ich war mir eh fast sicher, dass die kommen. Aber ich war mal wieder zu geizig. Ja, das ist okay. Ist okay. Haut's auf mich drauf. Haut's auf mich drauf. Das könnt ihr gerne machen, aber nur wenn einer von euch mich heilt. Sehr gut. Und jetzt bitte setzt und die sofort ein. Setz Undini sofort ein, habe ich gesagt. Alter, sie sind so geil, Mann. Undini ist einfach so geil, weil sie uns halt immer dann fast voll heilt. Schaden macht sie nicht so viel, aber das Heilen, das hat das Geile. Ja, geil, voll fair, voll fair. Aua, ein Bunch, Mann, ich flieg da weg, Mann. So. Aufgenommen, würde ich mal sagen. Gut, Leute, bevor wir beim nächsten Mal hier noch ein paar mehr Yeetis zu einer gefährten Spezies machen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Tales of Eternia. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.